Darauf haben Royal-Fans gewartet. Herzogin Kate, 40, hat am Dienstag endlich das Tennisturnier in Wimbledon besucht. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William, 40, saß Kate, die großer Tennisfan und Schirmherrin der britischen Tennisvereinigung ist, während dem Viertelfinale der Männer in den Zuschauerrängen. Herzogin Kate begeistert im Polkadot-Kleid. Während Novak Djokovic, 35, und Jannik Sinner, 20, auf dem Rasen des Centre Courts um den Einzug ins Halbfinale kämpften, machte Herzogin Kate im azurblauen Polkadot-Kleid von Designerin Alessandra Rich eine gute Figur in der Royal Box. Das Kleid hatte sie bereits während der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen getragen. Dazu kombinierte die 40-jährige weiße Perlenohrringe sowie weiße Pumps. Prinz William saß im hellgrauen Anzug neben seiner Ehefrau. Zeitweise trugen beide Sonnenbrillen. Mit von der Partie waren auch Kates Eltern Michael, 73, und Carol Middleton, 67, die ebenfalls in der royalen Box Platz nahmen. Die beiden hatten dem Tennisturnier bereits in den vergangenen Tagen mehrmals beigewohnt. Wie lange Herzogin Kate und Prinz William beim Turnier bleiben, ist unklar. Am späteren Nachmittag könnten die Royals noch den britischen Wimbledon-Hoffnungsträger Cameron Norrie, 26, im Match gegen den Belgier David Goffin, 31, von der Tribüne aus anfeuern. In dem Video unten seht ihr Herzogin Kates Look beim Royal Ascot Pferderennen. NCZ Sport.